Okay, und sicherheitshalber speichern wir auch nochmal eben schnell. Jetzt, wo wir Tia für immer aus der Party verloren haben. Und Platz gemacht werden muss für die etwas stärkeren Leute. Oh mein Gott, Gegner. Da Guy jetzt mehr Angriff hat, sollten wir den gleich endlich nach vorne stellen. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Ja, dann nutzen wir doch mal unsere neuen Techniken, die wir jetzt können. Ey! Ach, das ist noch so lahmarschig. Cut all! Und cut all! Hat nicht so viel Schaden gemacht, wie mir das erhofft hatte. Viel zu schneller ist als wir. Fubi Punch! Wunderschön. Oh Gott. Dann tun wir Guy jetzt tatsächlich vorne statt Maxim hin. So, Ancient Tower. Roter Wächter dreimal. Sollten wir uns merken, roter Wächter dreimal. Das ist die Kraftsäule. Wände haben keine Effektivität gegen sie. Das riech ich. Got in first. Pumpkin Hands. Cleaven wir um. Das mit dem Cleaven war nicht so effektiv. Schritt. Was? Der lebt immer noch? Okay. Minus einer. Minus zwei. Head Attack. Jesus. Ordentlich Schaden. Zum Glück noch gegen unser Kapselmonster. Meine Fresse. Die halten aber auch was aus. Da haben wir uns den Gegner ausgesucht hier. Ja, wir brauchen noch ein paar IP für DK, Maxim und Guy für den Bosskampf nachher. Level up. Na gut. Schauen wir mal, ob sie Schlangen so drauf haben. Also ich weiß, dass die Erdwipern auch ziemlich gefährliche Gegner sein können. Cleave. Wow. Cleave macht irgendwie gar nichts. Kriegen wir eine Schlange, wenn es ist tot? Das sieht sehr schlecht aus. Ja, sehr, sehr schlecht sogar. Sehen aber freundlicherweise das Kapselmonster. Water Attack würde wahrscheinlich sogar was bringen. Du musst mal FIFA. Cut All meine ich und Maxim versucht mal seinen normalen Angriff erstmal. Cut All von Guy ist ein bisschen besser. Fumi haut erstmal ab. Hat ja auch nicht was abgekriegt. Sandstorm. Die Technik macht mir ein bisschen Angst. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Wenn die nochmal Sandstorm benutzen, sind wir einfach down. Ja, ne? Ich würde sagen, läuft. Müssen wir die besiegen? Ja, wir mussten die besiegen, um weiterzukommen. Eieieiei. Naja, fokussiert einfach mal den vorderen von den beiden. Und wir schauen mal, was passiert. Ganz abgesehen davon, dass sie schneller sind als Maxim und Guy in der nächsten Runde potenziell einfach umfallen wird. Haben wir nochmal einen gekillt gekriegt. Drum ein bisschen stark sauber. Maxim, der Profi-Heiler. Dann sind Maxim und Guy damit wieder voll IP. Trotzdem werden uns auf die Art und Weise sehr schnell die MP ausgehen.
Okay, wir fokussieren die rechte Erdviper. Okay, kein Sandstorm. Wir fokussieren weiter die rechte Erdviper. Headbutt! Dankeschön, Vogel, das hilft. Nein, dankeschön. Hook. So, besser. Man muss unbedingt einen Gegner da in der Mitte einfangen. Reicht ja nicht, wenn man einfach eine Säule drauf schiebt. Dann ein weiteres Rätsel, das viel Sinn macht. Die Stacheln gehen nur hoch, wenn man direkt davor steht. Gehen aber nicht hoch, wenn man direkt drin steht oder auf ihn draufsteht, sodass Maxi eben nicht aufgespießt wird. Hätte mich auch nicht unbedingt drauf verlassen, wenn ich der Abenteurer in diesem Dungeon gewesen wäre. Die Snellys kann auch mal eine Runde antreten, schätze ich. Was? Die sind schneller als wir? Gottverdammt, Dicker. Gottverdammt. So, nochmal. Sitzen wir mit Cleef und Cador. Boah, macht überhaupt keinen Schaden. Boah, ist das traurig. Jesus. Alles klar, Sensor. Viel Spaß, viel Erfolg. Ich würde sagen, wir machen mal eine Buster-Attack mit Maxim in der Hoffnung, dass die feuerelementaren Angriffe gegen die Viecher da sehr effektiv sein werden. Buster Attack! Damit können wir das, ja. Ja, das sieht doch schon deutlich besser aus. Kostet aber halt dementsprechend noch verdammt viele IP für Maxi. Nachdem alles durch ist, darf DK dann auch mal was tun. So, auf die rechte Seite wollen wir gar nicht also rüber. Da drin ist sowieso nichts. Wir kümmern uns einfach direkt auf dieser Seite hier darum weiterzukommen. Nervt hier ein Schlangengegner. Wenn wir nachher Level brauchen, ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher, was wir tun sollen. Vielleicht den Dungeon verlassen und draußen leveln. Könnte einfacher sein, als hier drin zu leveln. Mal schauen, wie sich das weiter ausspielt. Jetzt wird's auf jeden Fall erstmal lustig. Hier drin die zusätzlichen Schätze holen. Ah, Surprise Attack. Ja. Da war ich zu sehr fokussiert auf die dämliche Schnecke. Ich möchte erstmal. Hier was verteilen, wie hier den Schaden machen zu können. Und jetzt war die Schnecke schon wieder unterwegs. Gott verdammt. Ich dachte, das Ding war noch gestunt. Escapees. So. Heilen, Maxim, bitte, Gruppe. Pumpkin-Juwel. Und Protect-Ring. Schauen wir mal, ob wir das Ding irgendwie brauchen können. Pumpkin-Juwel. Nicht wirklich. Magieresistenz, genial. Das war das andere, Protect Ring. Courage drauf. Bringt's nicht so richtig, ne? Mit ihm muss ich den Protect Ring geben und versuchen, DK dafür noch einen Eagle Rock zu geben. Ist besser als die blöden Protect Rings.
Damit ist er immerhin auf über 100 Agility. Muskelring. Und der Muskelring. Ich will hier weg. Gott verdammt. Ernsthaft. Okay, okay. Brav. Böse. Brav. Scheiße. Tschüss, Guy. Ich gehe davon aus, dass er tot ist. Nein! Oh! Wir sind nett mit uns. Lass den Guy am Leben. Erstmal heilen. Ich werde an dem Viech da nicht vorbeikommen. Werden wir getötet werden? Nein, wir werden nicht getötet werden. Raum abgeschlossen. War doch voll einfach. Und noch überhaupt kein Risiko. Wir sollten vielleicht erstmal kurz nochmal einen Umweg zurücknehmen, weil ich einen Seitengang verfehlt habe. Eigentlich sollte man hier erstmal auf die andere Seite rüber teleportieren. Mr. Geisterrüstung. Und damit haben wir ein Phaser-Schild. Ich meine, der klingt ja cool, aber... Ja, Fleet und mehr Geschwindigkeit dazu. Nutzen wir das wohl mal, um Decker noch mal ein paar Punkte schneller zu machen. Schauen wir mal, wie schwer die Geisterrüstungen sind. Deadly Armor. Die halten ja auch ziemlich viel aus. Okay. Mhm. 17, ja. Mhm. Sieht Iron Kick? Ja, doch. Sieht eindeutig aus, als ob wir gegen die kämpfen wollen. Es ist ein extrem schlechtes Zeichen, wenn alle random Gegner in einem Dungeon stärker sind als die Gruppe. Und die Kapsel macht so zufällig was Sinnvolles essen. Nein. Ich dachte, ich guck mal eben. Doch nicht. Okay, man wollte doch erst auf der anderen Seite lang. Ich habe nur an den Gang hier rechts gedacht. Na gut. Ich hab das Spiel so oft gespielt, man möchte meinen, ich könnte meine Intuition, was sowas angeht, eigentlich vertrauen. So, jetzt auch noch rote Schlangen. Oh, ist aber nur ein einziger Spinner. Entspinnen wir diese Schlange doch direkt mal vom Dungeon. Und entspannen. So, jetzt können wir auf einer Seite lang. Viel besser. Wenn mich alles täuscht, brauchen wir... Okay, hier erstmal vor allen Dingen, dass wir die Gegner killen. Wir gehen erstmal auf der anderen Seite lang. Wir machen da erstmal die Pinnüppel runter. Insekten. Vielleicht kämpfe ich ja gerne gegen Insekten. Dann, ich kann es mir kaum vorstellen. Ich meine, das ist sowieso alles schneller als wir, ne? Macht das dann noch den Unterschied? Jesus. Jesus. Das ist... Ja. Okay. Ja. Das ist eine Menge Schaden.
Schöner Crit, geil, aber ob uns das jetzt noch was bringt, ist mal dahingestellt. Guy ist nämlich da. Regain. Buster Attack. Kommt DK noch dazu? Nein. Buster Attack. Ouch. Extremes Ouch. Ja. Damit haben wir die Leiter nach unten fahren lassen. Blöde Schlange. Der darf mir mal gefühlslich nicht auf den Keks gehen. Läuft. So. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ein bisschen Heilung. Das können wir auch sehr gut gebrauchen. Und vor allen Dingen können wir hier vorne speichern. Und ich befürchte, wir werden ordentlich leveln müssen. Denn momentan sieht das echt nicht gut aus für unsere Truppe. So wie wir hier von den normalen Mobs in diesem Dungeon niedergemäht werden. Mein Decker ist ja auch mit Level 31 in die Party gekommen. In der letzten Zeit sind fast alle Partymitglieder, die zu uns in die Party gekommen sind, ungefähr auf einem Level in die Party gekommen, auf dem auch unsere Haupttruppe hätte sein sollen. Das würde bedeuten, dass wir mit unserer Haupttruppe gute 5 Level hinten liegen, momentan. Zu dem, was das Spiel von uns erwartet, was wir sein sollten. Das wäre schon ein ordentlicher Abstand. Das funktioniert sowieso nicht, wie wir schon festgestellt haben. Okay, Critical. Und der Root Sandstorm. Dauerhaft Sandstorm spammen würden, hätten wir überhaupt keine Chance zu überleben. Jetzt einfach mal die Truppe. Fumi, nein! Ernsthaft? Fumi, wir brauchen dich! Oh, das hat er nicht überlebt. Critical! Und du machst bitte Cleave. Okay. Soweit, so gut, Schatzig. Blödes Vieh, ja. Und dann sitzt so zwei. Eigentlich müsste ich gegen die Buster Attack benutzen, aber das sind nur zwei in Anführungsstrichen. Ich hoffe, wir schaffen das so irgendwie. Snell Defense. Headbutt. Oh, wenn unser Kapselmaus auch mal mithilft, dann geht's auch. Und Snell Defense. Flump. Okay. Komm durch. Das bedeutet, wir kriegen den Wolkenschlüssel. Der dachte bitte da unten weiter bei bleiben und nicht zu uns hochgerannt kommen, das wäre nett. Nö.
Ein Wunder. Können wir gebrauchen. Muss man ja mal so sagen. Ich will gegen die Bullen nicht antreten, die sind mir zu, bullig. Seite sein, ist mir recht. So. Schneller zu sein als der Boss können wir wahrscheinlich total in die Tonne kloppen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Von daher sind die Eagle Rocks jetzt nicht unbedingt die optimale Ausrüstung für ihn. Generell schneller als irgendwas zu sein können wir total in die Tonne kloppen, mit ihm haben wir schon festgestellt. House Rock würde uns stärker machen. House Rock wäre vielleicht gar keine so üble Auswahl. Der Muscle Ring würde uns sogar noch stärker machen. Zumindest von ATP her. Bravery drauf. Okay, wie sieht's mit ihm aus? Water Jewel hätte mehr Verteidigungspunkte für uns. Minimal allerdings, ne? Das ist schon fast ignorierbar, so minimal mehr ist das. Ground Shield gibt uns grundsätzlich erstmal gar nichts wirklich dazu. Könnte sinnvoll sein, das Power Brace zu haben, wenn das wirklich ein magischer Angriff sein sollte. Aber das muss ich echt nochmal testen, ob das wirklich ein magischer Angriff ist. Oder geworden ist, dass er seine Zerstörungswelle benutzt. Das ist echt eine weirder, eine sehr weirde Veränderung. Ich tue mal den Bronzeschild rein. Also, wir haben Weak Point. Wir haben den Weak Point, der ist nützlich. Fleet, ja. Wir werden Fleet wahrscheinlich auch wirklich benutzen müssen, um Maxim so schnell wie möglich zu kriegen, wie es irgendwie geht. Maxim ist momentan der schnellste in der Gruppe und wir können eigentlich nur hoffen, dass der irgendwie schneller wird als der liebe Gardas. Geben wir ihm auch noch einen Eagle Rock, dann geht das Camo-Juwel vielleicht hier hin. Ja, ja, das wird sogar halbwegs Sinn machen. Boah, was eine Umrüsterei hier. Okay. Trotzdem brauchen wir noch ein paar IP zusätzlich, weil DK und Guy momentan so gut wie keine haben. Oh Gott. Okay, die kann ich überhaupt nicht antreten. Bringen uns einfach wieder um. Ups. Aber irgendwo läuft hier auch ein Frosch rum, habe ich gehört. Ah ja, und Schlangen gibt's ja auch. Snacks! Das müsste eigentlich okay sein. Critical! Critical! Das war jetzt ein normaler Angriff, egal. Für die würden weniger Schaden machen. Okay, er ist noch nicht tot. Ich dachte, die hätten Maxim gerade one-hitted. Zumindest in einer Runde gekillt. Halt dich mal hoch, Maxim. Headbutt! Was gab's für Monster? Critical. Ja, das sollten jetzt auch normale Angriffe reichen.
Level up. Dankeschön, Menü. Sehr gütig. Erdwiebern. Und Crit. Und Crit. Und Crit. Alles fokussiert die Erdwieber. Braver Fumi. Braver, braver Fumi. Okay. Crit. Crit. Und Heilung. Gut, dass er in der hinteren Reihe steht. Oh, müsste jetzt auch so okay sein. Dann hitten wir die letzte Schlange runter. Level up! Ich sehe nicht gerne, dass diese komischen Bienen sich in meine Nähe begeben. Ach, zwei von den blöden Erdviechern. Und Crit! Crit! Fumi Punch! Leider nicht auf die Erdviecher, auf die er hätte angreifen sollen. Aber die macht keinen Sandsturm, dann ist ja gut. Crit, Crit. Der Karl hat für sowas echt nicht viele Punkte. Wunderbar. Fumi Punch. Hallo. Wenn wir einen locker down kriegen, tun wir so. Aber bis wir damit gelevelt haben, kann ein bisschen kritisch werden, das wird dauern. Ob sich das wirklich lohnt, ist fragwürdig. Backrow-Schlange. Hätten wir erstmal die Frontrow-Schlange killen sollen. Ja, genau deshalb. Hat's überlebt. Kritikal, Kritikal, du machst nochmal einen Crit auf die. Fumi hilft auch mit, vielleicht kriegen wir sie tatsächlich down, das wäre schön. Ach, nein, kriegen wir nicht. Und die macht Sandstone, das ist schlecht. Ich hoffe, Guy überlebt das. Puh, knapp. Ja, Guy hat's überlebt. Mach nochmal einen Critical. Und du machst mal Strong auf Your Guy. Gottverdammt, Kapselmonster, ernsthaft? Und einmal stark aufs Team. Für sich, also ich weiß nicht. Ich glaube, wir versuchen einfach mal den Kampf gegen Gardas, um zumindest schon mal festzustellen, wie stark der Unterschied wirklich ist, bis wir den mal down kriegen können. Okay, vorne war ja tatsächlich noch was in dem Dungeon. Ach komm schon, Teleport-Skelett. Ich weiß, dass es ja immer noch ein reines Glücksspiel im Endeffekt ist, aber trotzdem kommt schon Teleport-Skelett. Du bleibst mal da weg. Ernsthaft. Das blöde Teleport-Skelett gewinnt in ungefähr 90% der Zeit und manchmal direkt so.
So, ich glaube, wir sollten tatsächlich kurz den kleinen Umweg machen, nochmal zu speichern, weil es könnte sein, dass wir das ansonsten noch 2-3 Mal machen werden. Da diese blöde Brücke runterfahren zu lassen. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass wir den Gardeskampf am ersten Versuch schaffen werden. Okay, da wären wir.